Der Angriff kommt hinterrücks. Eine 17-Jährige geht telefonierend in einen U-Bahnhof hinein. Mit einer Glasflasche wird sie plötzlich attackiert. Offenbar hat es der junge Mann auf ihren Rucksack abgesehen. Doch die Jugendliche wehrt sich und versucht, den Angreifer abzuschütteln. Ein zweiter Räuber kommt hinzu. Dem versetzt sie Tritte. Überrascht von der couragierten Gegenwehr lassen die Jungs schließlich von ihr ab und flüchten. Ein Augenzeuge verfolgt sie noch. Vergeblich. Das alles geschah bereits letzten Freitag. Jetzt sucht die Essener Polizei nach den Tatverdächtigen. Sie sind etwa 15 bis 20 Jahre alt und ca. 1,75 Meter groß. Sie sollen der 17-Jährigen bereits zuvor gefolgt sein. In der Essener Rottstraße am Pferdemarkt liefen sie ihr bis zur U-Bahn-Haltestelle Viehhofer Platz an der Schützenbahn hinterher. All diese Informationen gewann die Polizei aus Überwachungsvideos. Auch diesmal werden sie für die Ermittlungen hinzugezogen. Die Öffentlichkeitsfahndung führte bislang oft zu den Tätern, Beispiel Berlin. Mit Bildern aus einer U-Bahn konnten die Angreifer gefunden werden, die einen schlafenden Obdachlosen angezündet hatten. Und Aufnahmen führten auch zu dem Bulgaren, der eine Frau die Treppe hinunterstieß. In Frankfurt hatte zuletzt die Öffentlichkeitsfahndung einen mutmaßlichen Kinderschänder überführt. Doch die Staatsanwaltschaft räumt ein: Erst wenn alle sonstigen technischen und personellen Beweismittel ausgeschöpft sind, greifen wir zu der Maßnahme der Öffentlichkeitsfahndung, weil das natürlich ein massiver Eingriff in die von der Maßnahme betroffene Persönlichkeitsrechte der von der Öffentlichkeitsfahndung betroffenen Person darstellt. Im aktuellen Essener Fall hat die Staatsanwaltschaft der Veröffentlichung zugestimmt. Wer die zwei Jugendlichen kennt oder gesehen hat, den bittet die Polizei um Mithilfe.